Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go. So Leute, der Megakampf zwischen dem Superstar Conor the Notorious McGregor und dem bescheidenen Dustin the Diamond Poirier rückt immer näher und es laufen jetzt schon die Schweißperlen an die Stirn runter und landen auf den Füßen. Spekulieren ist angesagt und darum geht's auch dieses Mal in diesem Video. Wir checken Conors Optionen im Fall einer Niederlage. Conor hat meiner Meinung nach 5 Optionen sollte er verlieren. Ich persönlich muss noch schnell erwähnen, dass ich es nicht hoffe. Würde ihm einen Sieg auf jeden Fall gönnen, weil ich mich frage, ob Conor es schafft, mit einem neuen Gameplan das Ganze anzugehen, zu seinen Wurzeln zurückzufinden. Also gut, Option 1. Er kämpft ein drittes Mal gegen Nate Stockton Slap Diaz und beendet die Trilogie. Es steht momentan 1-1. Das wäre auf jeden Fall auch ein Mega-Fight. Allein schon die Promo für den Kampf wäre sehenswert, wie bei den letzten 2 Malen. Hier wird es auch 50-50 stehen. Diaz ist immer ein harter Gegner, auch wenn dieser im Kampf immer blutig geschlagen wird. Hierbei hat Conor mit jemandem zu tun, der auch eine krasse Cardio hat und verdammt viel einstecken kann. Option 2. Ein Showkampf gegen YouTuber Jake the Problem Child Paul. Sollte es zu einem Boxkampf kommen, wird sich Jakes Wunsch erfüllen und er könnte sich gegen den größten MMA-Star beweisen. Andererseits müsste Conor für diesen Kampf an seinen Boxing-Skills feilen. Auch gut für ihn, sollte er hinterher weiterhin Kämpfe im Octagon bestreiten. Der Vorteil, den er aus diesem Kampf ziehen wird, wären auf jeden Fall verstärkte Boxing-Skills. Andererseits könnte ein Aspekt den Kampf behindern, nämlich Desinteresse seitens Conor. Wir werden sehen. Wenn ein Kampf stattfinden sollte, dann wahrscheinlich unter einer Art von Ausstellungsregeln, ähnlich wie bei Logans letztem Kampf mit Floyd Mayweather. Ich muss gleich sagen, dass die Option die wohl unwahrscheinlichste der 5 Optionen ist. Option 3. Endgültiges Retirement. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Conor bei einer Niederlage zum letzten Mal seinen Rücktritt verkündet und es dieses Mal auch dabei bleibt. Ein Rücktritt hat er mehrfach ausgesprochen, sich aber immer wieder umentschieden. Conor ist der reichste Sportler der Welt, hat seine Whisky-Firma Proper 12 für eine 9-stellige Summe verkauft und hat trotz dem Verkauf noch ein paar andere Unternehmen, die er leitet. Finanziell ist er auf jeden Fall mehr als abgesichert. Es wäre eine traurige Option, aber die Wahrscheinlichkeit hierfür ist verdammt hoch. Option 4. Zur WWE wechseln. Für Conor ist so ziemlich jede Tür offen. Tyson Fury hat es getan. Conors alter Rivale Floyd Mayweather und auch Ronda Rousey haben sich im Wrestling einen großen Namen machen können. Also auf jeden Fall denkbar. Es gibt eine Reihe von ehemaligen MMA-Persönlichkeiten, also warum nicht? McGregor ist, und das dürfen wir niemals vergessen, für Überraschungen immer gut. Option 5 und somit die letzte. Vorab, die Option steht ganz weit oben, da ein Kampf gegen Manny Pacquiao immer noch eine Möglichkeit ist. Conor war Berichten zufolge bereit, sich auf den Kampf gegen Pacquiao vorzubereiten, bevor der ganze Corona-Scheiß losging. Ich persönlich glaube schon, dass Conor sich dem Kampf annehmen wird. Sollte das finanzielle Angebot stimmen, und es wird es auf jeden Fall, es wäre überhaupt keine Illusion, sollte er nochmal wie damals im Mayweather-Kampf 100 Millionen Dollar kassieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man ihm 150 bis 200 Millionen Dollar anbietet. So, das wären also die 5 Optionen, die McGregor zur Auswahl hat. Für welche er sich entscheidet, ist voll und ganz ihm überlassen. Sieg oder Niederlage gegen Dustin hin oder her, das ist in dem Moment eigentlich scheißegal, ob er gewinnt oder nicht. Mein Gefühl sagt mir, Conor wird zum Boxen wechseln, sollte er sich nicht ins Retirement begeben. Yo Leute, das war's mit diesem Video. Ballert eure Meinung zu dem Ganzen. Wenn's gefallen hat, lasst ein Abo da. Wäre echt nice und ein krankes Bye bis zum nächsten.